So, seit langer Zeit will ich mal wieder ein bisschen was von mir hören lassen. Der eine oder andere hat schon nachgefragt, wo das nächste Video bleibt. Aber da nach den Jungtierflügen schlicht und einfach so gut wie nichts passiert ist hier, gab es auch nicht viel zu berichten. Und ja, wie ihr seht, die Zuchtvögel hier sind jetzt von den Weibchen getrennt, mausern jetzt, nachdem sie die letzte Runde Junge gezogen haben, sehr stark. Und ja, ich habe jetzt hier noch zwei oder drei Junge, die noch ein bisschen Nachzügler sind, die sie noch großziehen. Der eine oder andere hat noch eine. Ansonsten kehrt die jetzt Ruhe ein. Und ein, zwei Weibchen dabei, die noch die Jungen mitfüttern. Und dann dürfen die jetzt erstmal durchmausern hier an der Stelle. Ja, ich zeige euch gleich auch nochmal die anderen Schläge. Und dann geht es gleich weiter. Ja, auf dem Hauptreiseschlag eigentlich dasselbe Bild. Hier habe ich die Paare noch zusammen. Das ist aber einfach der Platzknappheit geschuldet, weil den Schlag, wo ich die Reiseweibchen eigentlich dann über den Winter halte, der wird gerade noch von der dritten und vierten Runde Jungen belegt, die jetzt auch noch in die Auktion gehen, beziehungsweise teilweise auch noch abgeholt werden und vorbestellt sind. Von daher lasse ich die hier noch ein paar Wochen zusammen, bis dann die Jungen soweit weg sind. Und ja, lasse die hier auch noch mal an der einen oder anderen Stelle mal auf dem Ei brüten, wobei die meisten jetzt auch dann stark in die Mauser gehen und können jetzt erstmal in aller Ruhe durchmausern und dann nehme ich sie dann auseinander. Ja, aktuell bekommen sie täglich noch gutes Mauserfutter. Im Wasser ist eigentlich immer der Mix mit Toliamin Forte, Avidress und Oregano. Und übers Futter gibt es auch noch ab und zu so ein bisschen was, was das Federwachstum unterstützt, damit die dann auch alle gut durch die Mauser durchkommen und im nächsten Jahr dann auch mit einem vollen Flügel wieder fliegen können. Ja, auf Tritt stehen sie auch. Da muss ich mal gleich wieder was geben. Wie man sieht, brauchen sie gerade wieder was. Kriegen eigentlich jeden Tag frischen Tritt, aber da sind sie im Moment natürlich gerade jetzt in der Mauser extrem hinterher, dass sie dort auch entsprechend mit Mineralien versorgt werden. Ja, das soweit erstmal zum Reiseschlag. Ja, hier auf dem Reiseweibchenschlag sitzen jetzt noch abgesetzte Jungtauben, die allesamt eigentlich zum Verkauf stehen bzw. verkauft sind. Und ich habe jetzt hier noch mal eine Runde aus den Reisetauben. Seht ihr, die sind noch relativ jung. Sind auch noch, ja, da oben sind auch alles welche von denen, die aus den Reisetauben jetzt sind. Sind auch noch ein paar ältere dabei, die teilweise noch vorbestellt sind. Und von daher, wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne bei mir. Ansonsten werde ich jetzt aber auch die nächsten Tage noch mal Internetauktionen starten und vielleicht habt ihr ja Glück und bekommt eine. So, hier im Jungtierabteil sitzen jetzt aktuell die Zuchtweibchen und die jungen Weibchen. Eigentlich ein bisschen zu viele hier drauf. Deswegen auch da wird es Zeit, dass ich ein bisschen Platz bekomme an einer anderen Stelle. Aber auch die mausern hier erstmal in Ruhe durch. Ich habe auch noch die Pellets auf dem Boden gelassen. Das ist alles staubtrocken. Und ja, die lassen wir jetzt erstmal durchmausern und dann werden wir hier mal eine Grundreinigung machen. Aber so lange machen wir hier dann einfach Trockenmistmethode. Und irgendwann, wenn wir Lust haben, machen wir dann da mal sauber. Ja, ich würde auf den nächsten Videos mal meine Neuzugänge in der Zucht präsentieren. Hier nochmal der letzte Schlag, den ihr noch nicht gesehen habt. Da sind jetzt die jungen Vögel drauf gekommen. Die suchen sich hier schon mal ihre Zellen. Sind auch ein, zwei Jährige dabei. Und ja, damit die schon mal hier sattelfest werden, auch die sind jetzt natürlich am Mausern, nachdem das Licht dann nicht mehr an ist. Ja, vielleicht noch zu den Jungtierflügen, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich hatte ja noch auf den sechsten Jungtierflug gehofft. Der ist aber nicht zustande gekommen, weil einfach zu wenige Züchter ihre Tauben noch setzen wollten. Echt schade, weil ich hätte so gerne noch mal auf 300 Kilometer gesehen. Vom Federwerk waren die da top zu dem Zeitpunkt, aber da eben viele Züchter nicht belichten oder nicht verdunkeln, waren deren Tauben schon so stark in der Mauser, dass es da keinen Sinn mehr gemacht hat. Und dann kriegt man halt so einen sechsten Flug dann nicht mehr über die Bühne. Eigentlich echt schade, gerade wenn dann auch der ein oder andere Kollege aus dem Regionalverband noch ganz ordentlich in den Meisterschaften vorne liegt. Naja, das ist dann halt mal so. Haben wir vor 3 Jahren auch bitterlich erfahren, dass wenn dann zu wenig Züchter zusammenkommen, das ganze Thema dann auch erledigt ist. Ja, ich würde im nächsten Video einfach mal meine aktuellen Neuzugänge in der Zucht zeigen. Einmal die, die ich erworben habe, getauscht habe und natürlich auch die, die aus dem Eigenbestand in die Zucht wandern.
Ja, ansonsten, wenn ihr noch irgendwas sehen möchtet, im Moment passiert halt nicht viel. Von daher gerne Anregungen in die Kommentare, wenn ihr zu irgendeinem Thema mal einen Spezialbeitrag haben wollt, wo ich irgendwas erklären soll. Soweit ich das kann, mache ich das gerne. Von daher, aktuelles Update bis hierhin und ich melde mich die nächsten Tage mal wieder. Bis dann, ciao.